Nice. Genatzt. Guten Abend, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Bed Wars. Wir spielen heute wieder auf Gravy und auf der Map Minecraft Leben, die eigentlich mal so gar nichts mit Minecraft Leben zu tun hat, aber sie heißt Minecraft Leben. Frag mich nicht warum, ich habe die Map nicht gebaut oder erstellt. Aber das Einzige, was diese Map Minecraft Leben in Verbindung setzen könnte, ist dieser große Baum. Und da ist, glaube ich, ein Schild, da steht drauf, RIP Edgar und so weiter und so fort. So, aber ich mache jetzt erstmal hier das Bett zubauen, weil das ist nämlich das Fatalste. Das Bett nämlich nicht zuzubauen, das... Ja, da hatte ich schon etliche Runden, wo man einfach verkackt hat. So. Bisschen zugebaut. Meine Tastatur klackert immer noch, da entschuldige ich mich für. So. Ah, Build by Hoopcraft, da haben wir es doch gefunden. So. Was haben die denn da für einen Quark veranstaltet? Das erstmal entsorgen. Das behindert nämlich nur den Verkehr. So. So, Leute, schneller. Go, go, go. Das hat voll geleckt, sag mal. Oha, was ist denn los? Nur 42? Ja! Ach, der geht dahin. Ich renn durch! Ich schalt um! Schalt um! Nice, nice. Das ist meins. Das ist meins, du Penner. Oh mein Gott, ich werde totgeprügelt. Oh nee, was für eine Peinlichkeit. Ich bin totgeprügelt. Aber wir haben Bett abgebaut, immerhin. Also, Tendenz... Es lädt nicht. Auf geht's, nächstes Bett. Oha, es liegt nur noch ein Bett. Was ist denn hier los? Keine Ahnung, 4 Minuten. 4 Minuten? Läuft? Warte mal, da ist gelb, ne? Was ist da? Grün. LOL, da nehmen wir einen Bogen. Schweinerei. Oh mein Gott. Okay, 4 Herzen. Sieht schlecht aus. Okay, der weiß, dass wir hier sind. Okay, YOLO. Oh, das ist der mit dem Bogen. Naja, dann lassen wir uns jetzt mal killen. Leute, ich brauche noch was. So, läuft doch hier. Na?
Ab geht's, Mitte. Oh mein Gott, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Leute, ihr sollt in die Mitte gehen, ihr Grünen, und nicht safe bauen hier. Ach so, weil wir in der Mitte sind. LOL! Der war noch am Leben! Eiskalt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der noch lebt, aber gut. Wie gern ich jetzt den Bogen hätte, den hätte ich so easy going runtergesnipert. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Nein! Wie viele Herzen hatte ich denn noch? Okay, die Kühlen sind echt nicht ganz ohne. Da kommen sie, glaube ich, nicht. Ach, das ist der Lila, ne? Wie wir den einfach nur ärgern. Nice, ich habe ihn gekillt. Nice, kalt. Ah, das tun wir doch gehört. Okay, daraus wird nichts. Da kommt ja einer. Ich komme. Oh mein Gott, ich bin wieder zurückgebracht. Ich komme. Nein. Mann, ich bin doof. Das war Mist jetzt. Wie machen wir das denn jetzt hier? Das hätte so eine schöne Speedrunde sein können, ja. Aber nein, die müssen ja Stress schieben, wie ihr seht. Und wir müssen dafür zu scheiße sein. Das Problem ist, du kannst dich da einfach nicht easy going vorbeisneaken. Dann mach ich wieder aus dem Staub. Oh je. Schnell, 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 schnell.
So, jetzt. Ach Mann. Schade. Echt. Aber das war jetzt schon mal gut. Wir sind schon mal weitergekommen als eben. Nur die Scheiße war, dass die mal wieder alle hier aufgeräumt haben müssen unbedingt. Da konnte ich nicht schön einfach chillig. Ich mag das, wenn es ruhig ist. Dann kann ich das Bett ganz easy abbauen. Mit einer Holzspitzhacke. Aber darauf muss ich halt warten. Und wie ihr seht, das kann dauern. Nice. Genatzt. Nein. Egal. Nächstes Bett ist genatzt. So, noch zwei Dudes. Und dann ist die Sache gegessen. So. So sehe ich das doch gerne. Einer ist noch da. Gut. Und der... Nee, das war schade, das war nicht. Alles klar, jetzt wird die Welt wieder nicht geladen. Was ist da heute los? Hier. Ah ja, jetzt habe ich wieder so wenig FPS, Mann. Das darf aber nicht so sein hier. Na, oh. GG. Ein Kill, zwei abgebaute Betten. Tendenz ist doch ganz stark. Das gucke ich jetzt mal nicht nach. So, dann würde ich mich na klar wieder von euch über eine positive Wertung freuen. Und wenn ihr in Zukunft, Zukunft mehr sehen wollt, dann schaut bei mir vorbei, drückt den roten Abo-Button, würde mich na klar sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Haut rein, euer Kebolpe.